Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Ghostbusters. Mal schauen, wie das so ist. Die Serie, also die Zeichentrickserie, fand ich ja damals den Oberhit. Mal schauen, ob mich das Spiel begeistern kann. Ah, mit Spaß, geil. Ghostbusters, ich habe keine Angst vor Gespenstern. Okay, wir fahren mal rauf und... Gegen so einen Geist hier? Geist? Der Geist lässt mich nicht weiter, okay. Kann ich da reingehen? Aha. Soundtrack passt. Ui. Kann ich da irgendwie beschleunigen noch? Sirene oder irgendwas anmachen? Nix. Okay. Also die Grafik ist schon ein bisschen... Ja, seien wir uns ehrlich, die Grafik ist Müll. Auch für NES-Verhältnisse, Leute. Das geht einfach nicht. Was soll das? Das schaut euch mal die Autos an. Die sind ja... Als wären sie in Paint gepixelt worden hier. Selbst dort kriegt man Besseres hin. Und wie lange dauert diese Sequenz jetzt? Start bringt nichts. Select ist Pause, interessant. Ja, komm an, also es ist ein bisschen langweilig. Aha, jetzt fährt er ran, rechts ran und... Was passiert jetzt? Ah, Tankstelle. Super. Dann fahren wir. Ah, dieses Haus ist rot. Ich möchte hinfahren. Ich drücke diverse Knöpfe. Es kommt ein weißes Bild. Was zum Geier? Ein Shop. Ich kann in den Shop fahren. Fahren wir in den Shop. So, da. Es ist super öde. Es ist super öde. Verdammt ist das öde. Wir werden mal einen Remix machen. Bin ja mal nicht so musikalisch, aber... Boah, Leute, was... Das kann doch unmöglich euer Ernst sein. Okay, diese Sachen muss ich anscheinend aufsammeln. Was sollte ich? Come on. Bitte rechts ranfahren. Okay, Shop. Was gibt's denn hier? Habe ich Geld? Ja, ich habe Geld. Kaufe mal alles, was ich mir leisten kann. Hyperbeam? Nein, das kann ich mir leisten. Das kann ich mir leisten. Okay. Das war's. Start. Weiter geht's. Und ich kann diese, was machen diese Geister? Das verstehe ich nicht. Ich kann da rüberfahren zu diesen Geistern und Geist, hallo. Da ist ein Rot. Warum ist dieses Haus rot? Ich kann hinfahren, aber es bringt nichts. Dann sind hier Geister. Nicht wegjagen da. Dann, wenn ich da jetzt irgendwas drücke. Dann was? Ja, ich will irgendwas einsetzen hier. Jetzt gehen die Geister alle darüber. You need a trap. Ich hab doch schon einen Trap gekauft. Bringt nichts. You need a trap. Ich doch fix gerade gekauft vorhin. Ah, jetzt muss ich wieder hinfahren. Gut, kaufen wir das nochmal. Kein Problem. Es ist super öde.
Ich hab mich so gefreut auf Ghostbusters und dann sowas. Das ist ja wirklich ein Jammer. Warum die Grafik wirklich so mies ist. Wahnsinn. Ich spiele eigentlich einmal Ghostbusters am Gameboy gespielt und da war es eigentlich nicht so schlecht. Okay, ist schon ewig her. Ich kann mich kaum erinnern, aber ich habe irgendwie so eine Erinnerung am Gameboy, war es nicht so schlimm. Aber das hier ist ja wirklich einfach nur hingerotzt. Das entspricht einfach nicht der NES-Technik, diese Grafik. Das kann vielleicht auf einer Atari VCS 2600 laufen, aber nicht auf einem NES. Das ist Tankstelle. Ich wollte eigentlich nicht zur Tankstelle, ich wollte eigentlich... Ah, habe ich mich verfahren. Ich Blödkopf. Da, ich wollte in den Shop. Ah, muss ich schon wieder rumdriven hier. Ah, but, also ich rante ja nicht so gern über Spiele so wahllos ab, aber das ist echt Müll. Damit kann ich so überhaupt nichts anfangen. Weil oft denke ich mir, liegt es an mir, dass dieses Spiel vielleicht kacke ist. Ja, ich habe kacke gesagt. Das kommt auch nicht so oft, wa? Also, liegt es an mir, checke ich irgendwas nicht oder so, aber ich habe, ich, so egal, auch wenn ich was nicht checke, die Grafik ist einfach unter aller. Ich brauche irgendwas, hat er gesagt. Trap. Das gibt es ja gar nicht. Ah, ich kann da weiter. Also es geht dann noch weiter. Ghost Alarm, Anti-Ghost. Trap! Okay. Weiter geht's. Jetzt kann ich dann hoffentlich hier irgendwo endlich mal Geister jagen gehen. So, da bin ich gleich im Gebäude oder. So. Dass man das immer hinfahren muss. Leute, Leute, Leute. Ich bin schon gespannt auf meine erste Mission. Falls ich sie noch erlebe. In diesen ersten 10 Minuten. Ah, Mist. Wie kommt man hier eigentlich an Geld? So, da. So, da sind wir. Aha, okay. Ich habe hier eine Falle und ich baue sie auf und. Und es hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich es verbraucht. Habe ich sie verbraucht, die Falle? Ich brauche eine leere Falle. Ich habe keine leere Falle. Muss ich schon wieder zurück in den Shop. Alter, die Mechanik ist einfach nicht gut. Muss euch leider sagen, diese Mechanik ist einfach nicht gut. Was ist jetzt los? Hab kein Benzin mehr und die müssen schieben oder was? Sehr gut. Macht das Ganze ja noch öder. Ah, bin da bei der Tankstelle gewesen, supi. Zurück ins Hauptquartier. Aber ich glaube nicht, dass ich einen Geist gefangen habe. Ah, Benzin verpasst. Das ist das Beste in dem ganzen Spiel, ist der Soundtrack. Es gibt doch einen zweiten Teil. Den spiele ich dann als nächstes. Puh, ich hoffe, der wird besser. Dass man nach dem Teil auch einen zweiten Teil gemacht hat, eigentlich ein Wunder. Ah ja. Ist halt leider Lizenzenmüll. Naja. Ah, von Activision. Wieso hat Activision so einen Müll produziert? Ich verstehe es nicht. Die machen doch sonst gute Games. Die haben eine Menge guter Games gemacht. Sehr enttäuschend. Ich meine, wo kommt der Punkt, wo man als Entwickler sagt, ja, das ist ein gutes Spiel, das passt so. So, was ist jetzt los? Habe ich das jetzt hier ausgeladen endlich?
Wo sind die Geister? Dass ich hier kein Auto habe, sondern dieses Anti-Ghostbuster-Zeichen ist mir irgendwie auch suspekt. Oder wenn ich da stehe, halte ich die Geister nur auf. So, da rein da. Ah, aber ich kann jetzt hinfahren. Das heißt, ich habe diese Falle wirklich im Hauptquartier ausgeleert. Gut, mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass ich einen vorhin gefangen habe. So, ich werde mich irgendwo in die Mitte stellen beim nächsten Mal. Und man muss zweimal drücken. Einmal aufstellen und einmal einfangen. Hm. Wahrscheinlich hätte ich mehr als eine... Ah ja, schon wieder Benzin verloren. Wo ist der Benzin? Es geht auch so schnell mit dem Benzin immer. So, da sind wir schon da. Ja, müssen wir schieben. Das ist eine Mechanik, Leute, wir bestraft mit Warten. Das ist ja wie ein Handyspiel. Und konnten natürlich nicht zur Mission. Ach, ich wollte doch einfach nur zu dieser Mission hin. Jetzt will ich aber noch einmal zu dieser Mission, Leute. Soweit spiele ich jetzt noch. 10 Minuten sind um. So, jetzt bin ich da. So, da, ich setze mich da in die Mitte. Ja, und ich fange dir ein. Ich fange dir ein. Sehr gut. Wow, richtig fett abgeräumt. Und jetzt muss ich sie beim Hauptquartier ausladen. Hab Geld bekommen. Bin wieder empty trap. Ich habe keine. Ist klar. Aber. Okay, jetzt kann ich runterfahren, wieder ausleeren. Und kann mir dann noch mehr Traps kaufen. Mache ich noch. Ja, es ist öde. Und es macht mich blöde. So. Oh Mann. Naja, jetzt ich weiß, wie die Mechanik funktioniert. Ist okay. Ist jetzt nicht das schlechteste Spiel der Welt, aber es ist schon ziemlich mies. Es ist schon ziemlich mies. Weil dieses Autofahren ist einfach so langweilig. Muss ich schon wieder schieben, weil ich den Sprit habe. Yeah, come on. Wann geht denn der Sprit aus? Nein, ich lasse das. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe die Mechanik verstanden. Aber nee. Das reicht einfach nicht. Das reicht einfach nicht, Leute. War sicher damals auch schon Mist, ist jetzt Mist. Wird immer Mist sein. Leute, spart euch das Spiel. Das könnt ihr euch echt sparen. Schade. Ich als großer Ghostbuster-Serienfan muss leider sagen, das ist leider nichts. Naja. Hätte ja cool sein können. Tja, schade Leute, schade. Aber wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mit mir Spaß hattet, dann gebt mir vielleicht einen Daumen hoch, dann freue ich mich. Da unten könnt ihr abonnieren, da drüben könnt ihr noch viel mehr schauen. Und tschüss, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ghostbusters 2 wird hoffentlich besser. Hoffentlich.